hier für die Organisation der Pflegeausbildung. Also die Einarbeitung neuer Mitarbeiter genießt bei uns eine sehr hohe Priorität. Das heißt, die neuen Mitarbeiter werden an den ersten beiden Arbeitstagen komplett aus dem Stationsablauf ausgeplant und durchlaufen quasi eine Einarbeitung. Sie lernen in dieser Einarbeitung erstmal das ganze Haus intensiv kennen, sämtliche Fachabteilungen, Ansprechpartner. Zudem ist es so, dass Sie dann auch noch eine Einweisung bekommen in sämtliche notwendigen EDV-Programme hier im Hause und auch in die Expertenstandards und deren Implementierung hier im Hause. Also man hat Kollegen an die Seite gestellt bekommen, die einem so den Stationsalltag erklärt haben, die immer da waren für Fragen und die wirklich die Einarbeitung als sehr angenehm gestaltet haben. Eigentlich eine Herausforderung und gleichzeitig macht das auch riesen Spaß, weil man mit denen gemeinsam ja eine Welt entdeckt, die man gemeinsam erlebt. Was haben die Lebenswege der Patienten hier und was für einen Lebensweg geht man selbst und was kannst du in deinem eigenen Leben eigentlich davon mitnehmen? Merkt jemand, wie man selbst daran wachsen kann. Das ist für mich halt somit das Persönlichste und Wichtigste. Zum Beispiel das, was ich jetzt im Oktober anfange, Praxisanleiterausbildung zu machen. Und wir bieten seit 2008 auch die UTA-Ausbildung. Wir haben ja Arbeitsgruppen, die Pflegestandard AG, die Praxisanleiter AG. Wir entwickeln Konzepte, wir haben Projekte. Die Kollegen, die daran Interesse haben, daran teilzunehmen und diese Konzepte umzusetzen oder auch diese Konzepte erstmal zu erarbeiten, die bekommen Bürotage von uns planerisch im Dienstplan eingetragen, damit sie den Freiraum haben, damit sie die Zeit haben. Hilfreich, wirklich hilfreich. Wir nehmen uns diese Aufgabe sehr zu Herzen, die Mitarbeitermotivation mitzuhelfen, dass sie bestimmte Sachen erreichen, wenn es auch nur kleine Ziele sind. Das ist jeden Tag unsere Aufgabe. Ich finde, das macht es auch aus. Also ich gehe gerne zur Arbeit.